Meine Lieben, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei uns in der Firma Containerdienst Reuter. Heute ist mal wieder meine Arbeitskraft gefragt, denn unser Fahrer ist heute nicht da. Wie ihr seht, es hat geschneit, das wird eine fantastische Tour heute. Mein Vater ist schon unterwegs, der hat mir gestern Abend erst Bescheid gegeben, dass ich mitfahren soll. Er hat auch gesagt, dass... Ah ja, ich höre schon, der LKW läuft. Was ich zu fahren habe, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt erstmal ins Büro reingehen, das kennt er ja schon. Ah, hier ist auch schön warm, sehr gut. Genau, hier hängt dann halt immer morgens immer aus, was zu fahren ist. Was sind das? 5 Container haben wir heute. Und wir fahren heute sogar auch mal auf die andere Rheinseite nach Deutz. Ja, dann würde ich sagen, geht's auch sofort los hier. Ja, bin ich echt mal gespannt heute, wie die Wetterverhältnisse auf den Straßen sind. Ne? Man sagt ja immer so schön, wenn es geschneit hat in Köln, bricht der Verkehr zusammen. Oh, Licht aus, sorry. Genau, bei 2 Schneeflocken ist Verkehrschaos in Köln. Das liegt, glaube ich, einfach daran, weil die Leute es einfach nicht gewohnt sind, bei solchen Witterungsverhältnissen zu fahren und fahren dementsprechend hyper vorsichtig. Und das führt natürlich zu massiven Behinderungen. So, ja, LKW läuft, ist auch schon schön warm da drin und dann geht's auch los. So, dann sind wir auch da. Müssen wir direkt mal die Paletten auf Seite räumen. Wunderbar, dass der Kunde hier freigehalten hat. Das ist hier nicht oft der Fall. So, jetzt mache ich erstmal Platz und lasse die Autos vorbei, dass die da kein Theater gleich machen. Ja, komm! Ja, ist natürlich sehr eng hier, aber der Transporter kommt auch durch. Ja, das ist wieder so ein Fahrer jetzt, der weiß nicht, wie groß sein Auto ist. Der ist schmaler als der Transporter und der kommt nicht vorbei. Finde ich immer wieder erstaunlich, sowas. So. Aber das reicht nicht. Wir müssen das Klo noch ein bisschen auf Seite räumen. Hoffentlich ist da jetzt keiner drin. Das hätte noch gefehlt. Morgen! Klapper mit! So! Alles klar. Das reicht, danke. Ist gut! Runter. So. Ah, es steht da ein Burger. Ja. Ja, ich dachte, der muss weiter rüber. So, gut, komm. Jetzt kommt wieder so ein bisschen Hektik auf, weil hier sich der Verkehr wieder staut. Komm, ich mach. Dankeschön. Lieferschein schreiben wir auch nicht, beziehungsweise lassen ihn nicht unterschreiben. Wir fahren direkt weiter jetzt. Steht schon die AWB, will die Mülltonnen abholen. Die ganze Straße stinkt nach Scheiße, ne? Weil das Klo haben wir gerade verrückt. So, und weiter geht's. So, damit sind wir auch schon beim nächsten Kunden und hier führen wir eine Abholung durch. Finde ich immer sehr schön, wenn sich das so, wenn das alles schön wirtschaftlich läuft. Ja, jetzt haben wir gerade einen Container aufgesetzt, auf dem Rückweg holen wir einen rein. Man verliert keine Zeit, verschwendet keine Fahrwege und sowas, sowas mag ich immer. Genau, ja, wie wir sehen, die Ladung wird von den Kunden gerne einfach irgendwie draufgelegt. Das hätte man mit Sicherheit anders machen können. Ist leider so, dass die
Leute das nicht interessiert. Die müssen das ja nicht abholen und nicht abtransportieren. Ja, das ist halt, gehört zu diesem Beruf leider dazu. Oh, Handschuhe hätten jetzt auch mal nicht schlecht getan. Aber dafür müsste ich jetzt wieder in den LKW rein, habe ich keine Lust zu. Ja, ich hatte auch schon Kunden gehabt, die meinten dann aus einem 3 Kubikmeter Container einen 7er zu machen, in dem die ringsrum Türblätter reingestellt hatten. Und der war doppelt so hoch geladen. Da denke ich, ja Freunde, sowas kann ich doch nicht mitnehmen. Und dann waren die beleidigt, dass sie ja wieder umladen mussten. Aber irgendwo ist auch mal gut, ne? So, Netz ist drauf, Container aufziehen. Also wer kann schon ahnen, dass Schnee so kalt ist, mal ehrlich. So, hier wäre jetzt so eine typische Anfängerfalle. Und zwar kann es passieren, dass man vielleicht ein bisschen schräg zum Container steht. Und wenn man sich den dann aufnimmt, wird der Container sich gerade ziehen und kann dann eventuell gegen den daneben stehenden PKW reinschlagen und die ganze Seite kaputt machen. Muss man immer aufpassen, aber wir stehen jetzt gerade davor, weswegen da nichts zu befürchten ist. Und weiter geht's. So, dann sind wir auch schon wieder bei uns auf dem Hof. Jetzt werde ich erstmal das Netz vom Container runter machen. Mann, ist das rutschig. So. Und ja, weil der Herr Arges heute nicht da ist und wir sehr viel zu tun haben, werden wir diesen Container nicht aussortieren. Das heißt, ich werde den gleich einfach, so wie er ist, in einen größeren Container reinkippen, weil wir einfach momentan nicht die Zeit haben, das auszusortieren. Ist natürlich schade, weil es ist sehr viel Holz drin, was man natürlich günstiger entsorgt bekommt als Baumischabfall, da wo wir es jetzt gleich reinkippen werden. Aber was soll man machen, wenn man die Arbeit nicht geschafft bekommt, muss man finanzielle Einbußen hinnehmen. Um den Container eben in einen anderen Container reinkippen zu können, muss man hinten diesen Haken mit der Kette dran machen, weil normalerweise würde der hier einrasten, der Container, auf der Höhe etwa. Man könnte halt nur auf den Boden kippen durch die Kette, aber kann man auch in Container reinkippen, die mehr als 2 Meter hoch sind, und das machen wir jetzt. Ich vermute jetzt, dass beim Kippen, da hat sich glaube ich die Kette gelöst, weswegen der Container jetzt so schräg da im Gestell hängt. Ja, das passiert schon mal. Na, das passiert halt beim Kippen, weil die Klammern, hier sind die Federn teilweise raus und dann lösen die sich einfach. Jetzt muss ich sehen, dass ich die wieder reinkriege hier. Ach, das ist... Nee. Da müssen wir einmal hart bremsen, sonst krieg ich den Container nicht, die Kette nicht eingehangen. So, wie gesagt, also weil der Container jetzt so schräg steht und und sich verkantet hat in den Anschlagbolzen, werde ich jetzt ein bisschen Anlauf nehmen, ein bisschen härter bremsen, und dass der mir eben nach vorne rutscht. Und das mache ich hier im Wasserloch, weil da ist wenig Eis und da kann ich dann hoffentlich genug Bremskraft auf den Boden übertragen. Nee. Leute, also so funktioniert das auch nicht. Ich gucke, dass ich mir den irgendwie mit den Armen doch gerade setzen kann. Ja, so könnte es klappen. Ach, Scheiße, reicht nicht. Seht ihr, komme ich nicht ran. Ja, Leute, Riesendress wieder. Scheiße!
bringt all nichts. Ich werde jetzt hier die eine Kette auch mal aushängen, sodass der Container auf beiden Seiten jetzt nur noch in den vorderen Ketten hängt. Dann kann ich vielleicht den Baum weit genug ausschieben, dass der Container ein Stück nach vorne. Jetzt fällt die auch noch raus. Ich krieg die Krise hier. Da will die mich eigentlich verarschen, diese Kette. So. Jawohl. So, jetzt ist der Container im Ganzen nach vorne gekommen, ohne sich schräg zu setzen. Jetzt können wir alle Ketten wieder einhängen. So, was haben wir jetzt? 10 Uhr, 11 Uhr, ja, schaffen wir das? Nach 9. Ja, gut. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Luft, weil wir müssen um 11 Uhr. Haben wir eine Terminabholung. Genau, die anderen Sachen, das lohnt sich jetzt nicht anzufangen, sonst kommen wir da nämlich viel zu spät hin. Und so machen wir halt gerade ein bisschen Pause. So, Pause ist vorbei. Wir sind ja jetzt schon auf dem Weg zum nächsten Kunden. Da war ich auch schon mit dem Herrn Walter gewesen. Ihr seht, es wiederholt sich alles irgendwie immer wieder. Das ist halt so der Fahreralltag. Ja, ich muss feststellen, ich fahre immer sehr gerne in die Kölner Innenstadt rein, gerade wenn man so den Dom sieht oder auch mal am Rheinufer lang. Das mache ich sehr gerne, weil da wirklich so eine richtige, also ich spüre dann immer, dass so eine richtige Heimatverbundenheit bei mir auch da ist. Und genau, jetzt fahren wir nämlich in die Gerionstraße und da ist ein wunderschöner Blick auf den Dom. Damit herzlich willkommen hier zur nächsten Abholung eines Containers. Diesmal handelt es sich um Baumischabfall oder vielmehr, nein, das ist Sperrmüll. Das sind alte Teppichböden, Platten und all so ein Zeug. Was ist das denn? Ja, die 10 Kubikmeter Container wie der hier, die sind halt ein ganzes Stückchen höher. Deswegen kommt man dann nicht so gut dran und muss immer irgendwelche Stufen suchen. Jetzt stehe ich hier hinten auf dem LKW drauf. Um da besser ranzukommen, ziehe ich es mir hier wieder runter. Also manchmal ist das einfach nur nervtötend. Ja, das sieht doch gut aus. So. Und hoch damit. So, hätten wir das auch erledigt. Und weiter geht's. So, damit fahren wir dann auch schon auf die heutige letzte Tour. Die führt uns dann mal auf die andere Rheinseite nach Deutz. Und genau, da werden wir auch noch einen Container tauschen und danach werde ich euch dann noch ein kleines Highlight präsentieren. Seid gespannt. Ja, und jetzt geht's erstmal auf nach Deutz. Herzlich willkommen auf unserer letzten Baustelle für heute. Wenn hier schon ein Brett liegt, soll man das auch nutzen, ne? Ja, Leute, also hier mit dem Schnee überall ist natürlich extrem rutschig heute alles. Ich eier hier auch gerade rum wie ein Vollidiot. Also nutzen wir nochmal diese schöne Brücke hier. Oh, herrlich. Toll. Überall steht hier Zeug rum. Schlimm. Okay.
schön Spannung drauf. Und dann werden wir jetzt den Container wieder tauschen mit Trick 17. Wir setzen die ineinander rein und beide wieder zusammen ab. So, bei dem Container ist es das Problem. Ich habe gesehen, da ist hinten sehr viel Bauschutt reingeladen, weswegen der beim Aufziehen durchaus nach hinten bzw. vorne kippen kann. Da muss man gleich dringend darauf achten, wie man den dann in den leeren Container reinstellt, ne, damit der nicht rausrutscht. Das ist halt so ein bisschen, ja, nach Gefühl muss man da halt arbeiten. Okay, dann ziehen wir mal auf. So, wie ihr seht, ist ja auch schon wieder relativ schwer, ne? Der wird jetzt abheben, der LKW. So, was man auch schön erkennen kann, der Container, ja, ist nur minimal nach hinten überladen. So, aber dadurch, dass der Container jetzt nach hinten ein bisschen mehr Gewicht hat, werde ich den etwas weiter nach vorne schieben, damit sich das ausgleicht. So, genau, siehst du hier, die Streben sind nicht ganz übereinander, sondern ein bisschen nach vorne. Das sollte reichen, ansonsten müssen wir dann nochmal nachsetzen. So, jetzt die Ketten wieder umhängen. So, und jetzt ist das Problem, das ganze Paket anzuheben und hoffen, dass der obere Container nicht ins Rutschen gerät. Das ist immer so ein bisschen Glückssache und auch mit Herzklopfen verbunden. Wenn du mal schaust jetzt. Ja, ganz vorsichtig. Ah, sehr schön, alles gut. Weil manchmal vertut man sich und dann hat man den Container zu weit nach vorne geschoben, dass er dann zur anderen Seite kippt. Und bevor der nicht frei in der Luft schwebt, kann man das eben nicht erkennen. Ne? Also ist immer eine spannende Sache. So, hat alles gut gegangen. Ich werde jetzt die Container noch abstellen und dann habe ich ja eben ein Highlight versprochen. Aber das machen wir, wie gesagt, besser ohne Container. So, damit kommen wir auch zum Highlight. Der Container ist abgesetzt. Und zwar ist es so, dieser LKW, der MAN, der hat eine besondere Schaltung. Also zumindest anders als eine solche Schaltung, die ihr vom PKW her kennt. Und zwar ist es so, dass man den im zweiten Gang anfährt, dann hoch in den vierten schaltet und dann diesen Hebel betätigt und beim Gang rausnehmen. Habt ihr vielleicht gerade so ein Klacken gehört? Dann wird in die hohe Gruppe geschaltet. Das heißt, jetzt würde ich in den ersten Gang schalten, der aber dann schon der fünfte ist. Das heißt, jeder Gang wird durch dieses Hochflippen quasi zweimal durchgefahren, durch ein Ritzelpaar. Das wird dann dieser Hauptwelle, glaube ich, vorgelegt, würde man sagen. Und damit kann man dann jeden Gang in zwei Geschwindigkeiten fahren. Auch den Rückwärtsgang. Das heißt, wenn wir den im Rückwärtsgang in der hohen Gruppe anfahren, können wir 30 bis 40 km/h erreichen. Ja, und das wollte ich dann gerade noch mal zeigen und dann ist auch Feierabend. Okay, hohe Gruppe, Rückwärtsgang, GoPro halte ich auf den Tacho und Feuer. Ja. Also es waren immerhin, ich meine so 35 km/h und das rückwärts macht schon Freude. Ja Leute, damit würde ich sagen, war es das auch von mir in diesem Video. Ihr seht, wie gesagt, alles wiederholt sich, viel Neues kommt nicht, spektakulär ist es leider auch nicht passiert. Vielleicht haue ich noch ein Video raus mit Herrn Walter zusammen, werden wir mal sehen. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.